Okay, damit schauen wir rein in den Monster Hunter World Iceborne, naja, Trailer ist es nicht unbedingt, in das Entwicklertagebuch Nummer 1, das heute im Laufe des Nachmittags rauskam. Und ich bin mal sehr gespannt, wird ein 20-Minuten-Video, also viel zu sehen wieder, viele neue Sachen, wahrscheinlich wieder ein bisschen Gelaber dazu. Und ich bin mal sehr gespannt, was da so kommt. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber, also beziehungsweise schon ein bisschen was gehört, was bestätigt werden soll. Aber wie gesagt, wir schauen mal rein, was es so Neues zu Monster Hunter World Iceborne gibt. So, das sieht man schon mal nach der Gildenhalle aus, die super schön aussieht. Es gibt eine Sauna. Ach, wie krass. Das ist ja cool. Developer Diary Volume 1. Ja, und ich vermute mal, dass es da noch mehr geben wird. Wie gut. gut. Das sieht aber drin locken. Okay. Oh, sehr schön. Zu laut? Ist es echt zu laut? Okay, ich kann es noch ein bisschen leiser machen. よろしくお願いします。はい、そうです。はい、今回ディレクターをやっております千原大輔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Es geht bei dir heute so im Stream ab. Zuerst mal das hier und danach Smash Bros. Mit Klamotten im Wasser. そうですかね。今回ね。ねえ、だから kalt. Da musst du halt mit Klamotten im Wasser sein. まあ、暖かい場所も作りたいなっていうことで、まあ、ちょっと今日また紹介すると思うんですけど。Das ist cool. Ja, gerade die heißen Quellen hat man schon gesehen in der Beta. Das ist schon echt cool. Und schön, dass es die noch in der Gilde gibt. Also die, was für Ideen, die aber kommen. Nein, wieso nicht? Ja, ist schon sehr cool. Okay. Okay. Dem ersten neuesten Trailer. Oder dem neuesten Trailer eben. Dann gucken wir mal. So, ich vermute mal, dass wir dort anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, das war irgendwie klar. Macht euch nackig, ihr drei da. Oh oh, heikler Venus. Oha, jetzt geht's ab. Okay, Clavinus ist sehr, sehr krass. Ich meine, man wusste es ja schon, aber es ist halt trotzdem nice, dass er released, dass er jetzt nochmal gezeigt wird. Wie sie da einfach in den nice Quellen locken. Mix der Musik ist cool. Oh ja, oh ja. Aber die Gildenhalle sieht richtig toll aus. Und du scheinst echt auch viel machen zu können. Dich da aber auch hinzupacken. Okay, sehr, sehr cool. Warte mal, das sind sehr viele. Ach nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, es sind sehr viele Leute, aber es ist ja World. Das passt schon, dass da ein paar Leute in der Halle sind. Oh Gott, die Katzen. Was haben die gemacht? Gemeinsames. Oh Gott, das ist alles so niedlich. Was sind das für süße Dinger? Die waren ja voll süß. Okay, du hast scheinbar echt sehr viele Interaktionsmöglichkeiten. Ach, das ist dein Haus. Oh. Deswegen saßen die Vögel dort. Oh, wie süß. Das war ja cool. Okay. Ja gut, okay. Der wird aber von dem Waschbär gefressen. Ist nicht so cool. Oha, heikler Venus. Na gut. Wow. Komm klar. Wow, wow. Eine Odogaren-Unterart. Eine Drachen-Odogaren-Unterart. Holy. Und ein neuer Clavenus, der, neuer Anjanaf, der irgendwie aussieht wie ein Mod-Anjanaf, den wir schon gesehen haben. Das war so ein bisschen der Gulyanaf, nicht wahr? Sehr cool, okay. Neue Unterarten gibt's auch. Was war das gerade eben? Okay, das ist Velkana. Oh Gott. So viel auf einmal. Hilfe. Was ist ein Donner, Anjanaf? Okay, krass. Puff. Das war... Hör je. Oh, okay. Hi. Oh, das ist Schleim. Ja. Wow. Hi, Brachi. Oha.
Ja, gut. Da hat er bloß ein bisschen gegrummelt, aber ich meine, der Schleim verrät alles. Hell yeah, Brachi! Nice! Okay, man prügelt Monster und damit haben wir den Vulkan. Oder die Heimat der Ältesten mit dem neuen Monster. Kann schon so sein, dass jedes Monster oder jedes Gebiet ein neues Monster bekommt. Seliana, ach genau, ja. Okay. Krasse Sache. Explosionswaffen kriegen Buffs, ja klar. Okay, ja, das haben sie auf jeden Fall geschafft. So ein bisschen Wärme da reinzubringen. Gerade mit diesen riesigen heißen Quellen ist das halt schon richtig cool. Fall da planscht einfach jeder, da sind Katzen drin, da sind Eichhörnchen drin, da sind Jäger drin. Da ist aber jeder drin. Endlich gescheite Blastwaffen, ja. Kann sich mal auf angelegte Rüstung gespannt. Ja, aber wer macht das denn? Oh, okay. Das ist cool, dass man es instant ausziehen kann. Aha. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es mehr Leute sind als sonst, oder? Keine Ahnung. Komm, Brachin wollte, die schleimen sich ja bei uns ein. Okay. das ist richtig cool, dass es da jetzt auch eigene Gießen gibt und sowas. Eigene Sachen. Wow. Oh Gott. Sauna gibt es natürlich auch. Okay. Ach, und deswegen überschütten die sich mit Wasser dann. Okay. Sehr cool. Die haben eigentlich dann alles gedacht, ne? Auch Fußbäder. Oh Gott, das ist so süß. Ja, ist cool, dass du mich instant ausziehen kannst. Zitat Dragon. Ja. Also kein Bart, das ist der Suppentopf. Das hört sich schon mal gut an. Was habt ihr getan? Flüssig hört sich immer gut an. Oh ja! Sehr gut! Eine Schmiede, die aus der Gildenhalle erreichbar ist. Yes! Okay. Ja. Okay, alles ist jetzt tatsächlich dort. Ja, das mussten sie einfach machen. Das ist, das war schon sehr wichtig. Das ist super cool. Da musst du einfach nicht mehr rausgehen. Wie gesagt, das war eben sehr wichtig. Ich denke, das haben sie auch gesehen von der PC-Version. Wie sehr dieser Mod eben beliebt war, dass oben alles ist. Das ist kein Suppentopf, das ist ein Wasserfall. Okay, ach krass. Naja. Okay, so kann man die Daten hinchecken. Na gut, das kann sicherlich auch witzig sein, nicht wahr? Okay. Werde ich jetzt wahrscheinlich so brauchen, aber gibt sicherlich Leute, die sich damit besser verständigen können. Okay. Die Charaktere haben immer noch zu viel an. Das entspricht nicht die japanischen Werte, wie wir sie aus Anime kennen. Okay. Naja. Da ist der letzte, kommt ein Gokmasius-Held, das ist ja alles. Was auch immer ein Gokmasius-Held ist. Genau, die Schwierigkeitsgrade haben sie ja schon angekündigt, nicht wahr? Dass es jetzt ein dritter gibt für zwei Spieler. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Genau. Wenn ihr eigentlich erfindet, dass das Drachenelement des, oder Garen's, wie das Drachenelement von Höllenzinuga aussieht. Ich meine, die beiden sind ja doch sehr.
sehr ähnlich, nicht wahr? Zum Beispiel, mal die Kraft 2 に減 っちゃう. So. 減 っちゃ ったり とか, 2 でプレイしてても 1 になっちゃう ケース って たまに Ach, das stuft jetzt wieder runter, nicht wahr? Genau, genau, richtig. Richtig. Das ist auch ganz cool. Ich meine, ja. Es ist eine schöne Sache, dass sie es halt so gemacht haben. Genau. Dass halt die Schwierigkeit wirklich nochmal besser gebalanced ist. Okay, Faliko Gadgets. Was haben wir da Schönes? Ist ja wie Drachenelement aussieht. Das bleibt schwarz-rot. Ja, grundlegend. Das ist in World war es ja jetzt ein bisschen nebliger, sag ich mal meistens. Vor allem beim Devil Yo eben. Aber ja, das ist halt eben so. Wow, Lockvogel. Ach krass, ein Lockvogel. Ein Decoy. Cool. Okay. Was soll es das? Die Bomben erfeuert. Ach krass. Genau, die Vitalwespe, die einem vom Sterben bewahrt. Ist halt auch richtig nice. Okay. Multiplayer Compatibility. Weißt du was? Das ist krass. Gut, klar. Das ist schön, dass es nicht dann so ein abgegrenztes Eigenspiel ist. Okay. Okay, das finde ich cool. Vor allem, weil du dann halt einfach bei Leuten rumrennen kannst in deine Rüstung. obwohl sie die gar nicht haben können. Okay, ja, der Raum. Oh, Möbel und Tapete im Raum. Okay. Zahle 5 Euro für 10 neue Stühle. Auf jeden Fall gekauft. okay. Dieses Eichhörnchen. Eichhörnchen-Affen. Huh, krass. Okay, das ist wirklich sehr cool. Das ist das jetzt halt so viel besser gibt. Okay. In eine Richtung gegen Geld wird wirklich so. Naja, wahrscheinlich wird es ein bisschen was geben, ja. Ah, und das heißt es auch, weil im Deluxe-Kit hieß es ja, dass es Dings. Das Inneneinrichtung, genau, Inneneinrichtung-Themas. Ja, ja, das war so merkwürdig. Okay, das erklärt jetzt natürlich das. Aha. Okay, cool. Monster and Happy Home Designer, ja. Oh, okay. Krass. Holy. Das ist eine eigene Festung einfach. Okay, aber man kann scheinbar. Also, aha. An Leute den Raum einzuladen. Das ist cool. Das wird echt Happy Home Designer. Animal Crossing New World.
Und hallo, ich bin Enigoas, willkommen. Start. Sichtmodus. Ach so, ja, genau, das war ja das, die Kamera, nicht wahr? Genau, das war schon ziemlich cool. これを使ってみんなでスクリーンショットとかを撮ってもらいたいなというふうに思って実装されている機能でございます。結構ポーズを変えたりとかもできるんですか？そうなんですよ。ジェスチャーの方も今までは結構踊りだったり、動きがメインだったんですけど、思い思いのポーズを決めるっていうジェスチャーを今回多く入れさせてもらっているので、みんなでポーズを決めて1枚撮ってもらうとかっていうような楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。今回はとても面白いです。ジェスチャーも同じリアクションをしてくれたりするので、みんなでこう一丸となって、これが作れるんじゃないかなと。ロスリングでやー、ハルルムズのブーデンブズーデンの人のテッピー。本体のゲーム機、本体のスクリーンショットの機能を使って撮影していただく形になります。 Okay, das ist schon sehr cool. モトになるモンスターっていうのを、それをフルゴケーファー、ちょっと遊び心地もするっていう存在がいて、通常とリオレウスとかリオレイヤとか、あとディアブロスとか、上位の存在がいたと思うんですけど、そういったものもですね、アイスボーン、どんどん出していきたいなと。 That's just cool.基本的にモンスターリノバルドが持っているこのね、赤熱して熱を帯びた尻尾を振り回して、大ダメージを狙いながら火を溜めていくんですよね。熱を溜めていった時に木のブレスが生えてくる。その木のブレス自体にもちょっと、クロスの時には無いような、
変化を、ね、つけてますので、まあ、そういったところで、okay. ワールドらしいそのちょっとした駆け引きの楽しさが出てるモンスターになっていると思います、ね。Okay. Santos. 今回ですねご紹介できるモンスターはこの3頭になるんですけど、この他にもアイスボーンにはもうあのモンスターいるんですが、war klar, dass nicht noch mehr kommt. Mal gucken. Vielleicht noch mal so spät. So was anderes. Erstmal Essen holen. Okay. Guten Appetit. Bis später. Bis später.はい、それではここで、okay. 商品ラインナップと発売日、Aha. こちらの方のおさらいをしたいと思います。 Das heißt, was das genau? Achso, ja okay, aber nochmal ein bisschen Werbung dafür. 今年の9月の6日金曜日に全世界同日発売となっております。すで、mm-hmm. にモンスターハンターワールドをお持ちの方は、genau. こちらの商品を、okay. ストアでご予約いただくことで発売日からアイスボーンをお楽しみいただけます。So. 発売日からゲームを始める方は、die Master Edition, genau, dann kann man sich ja beides holen. マスターエディションがおすすめです。ご予約はお近くのお店にお問い合わせください。さらにご覧の重ね着装備や、ジェスチャー、スタンプ、マイアウスの家具などが組まれるデラックスキットがセットになった。あれ、アルバロス、シルバーの Rüstung ist sehr cool.これらの商品ラインナップすべては、あ、いや、richtig、und das ist ein Promo Set。Ja gut, dann ist es eigentlich eh gegessen。限定特典、ゆくものシリーズの重ね着装備を手に入れることができます。はい、今回お伝えできる情報は以上となりますが、皆さんいかがだったでしょうか。Man, es ist echt schon 20 Minuten, holy。8月頃、das ging verdammt schnell, wow。ぜひご期待ください。それでは最後はいつものあの言葉で終わりたいと思います。いきます。はい。いきます。はい。Okay, sehr, sehr krass. Sehr, sehr coole Sache. Schöner Trailer. Die 20 Minuten gingen jetzt auch verdammt schnell, muss ich sagen. Sie haben nicht zu viel gelabert, der Trailer ging schön lang. Gab es im Video auch den neuen Trailer zu sehen? Ja, natürlich. Der war hier weiter am Anfang.Ich schätze mal, da war alles dabei, was man so... Huch, ich wollte eigentlich ein anderes Bild, aber egal. Alles dabei, was man so gesehen hat. Du hast bestimmt was übersprungen, ja. Und Joko Werder, willkommen zum Stream. Hallöchen. Schön, dass du dabei bist. Ja, krasse Sache. Ich würde ganz gerne... Wieso lädt das denn jetzt? Wow, die Mega-Quali.Ich liebe es aber bei solchen Sachen, wenn man noch mal kurz drüber redet, einfach so ein bisschen durchzuskippen. Richtig coole Sache, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Ist das dahin das Korallenhochland? Sieht ein bisschen... Ach nee, das ist das Aquarium. Ich dachte gerade so, hä? Das ist schon sehr, sehr krass, was sich da wirklich alles ändern wird, beziehungsweise was sich da so alles ändert. Schön gemacht, schöner Trailer auf jeden Fall.Die neuen Unterarten sind richtig nice. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, gut. Ich meine, generell muss ich auch sagen, also weiterhin die Vermutung, dass jedes alte Gebiet ein neues Monster bekommt oder ein früheres Monster, das scheint wohl so zu sein. Shit, Spoiler. Ja gut, da kommst du zum falschen Zeitpunkt. Aber Hallöchen, Xento. das scheint wohl zu sein. Ob das mit den Flagship-Monstern immer noch so ist, ich weiß es nicht. Muss man, wird man sehen. Da fehlen natürlich noch ein paar, aber einige kamen jetzt natürlich dazu. Und ja, jetzt mit Brachi wird es immer mehr, nicht wahr? Endlich im Hub nicht mehr runtergehen für Schmieden etc. Sehr, sehr angenehm. Oh ja, das ist so großartig.Das ist wohl eine der besten Änderungen, die sie reinbringen konnten, dass du eben jetzt alles eben in der Versammlungshalle hast. Das war, aber wie gesagt, das war irgendwie auch zu erwarten, dass sie da irgendwas tun werden, damit man sich das halt sehr viel leichter machen kann. Weil das war halt schon ein arger Krampf in World eben. Und wie gesagt, es gibt ja, oder nicht ohne Grund, kamen ja die ganzenoder diese Mod eben auf. Wir sind gerade mit Brachi bei 8 von 14 auf dem Bild vom 15. Geburtstag. Ja, aber die letzten 6 sind, also je weiter wir kommen, desto unwahrscheinlicher wird es. Das ist halt das. Das ist zum Beispiel so ein Walstrax oder sowas, der wird einfach nicht kommen. Das ist so.
Ich könnte mir von dem Bild nur noch Zinogre und vielleicht Zeregios vorstellen. Das wären zwei Monster, wo ich sagen würde, okay, passt. Bin ich dabei, aber die anderen, ja, keine Ahnung. Capcom die Nachmache, immer die Modder nachmachen. Ah, und wobei, ich muss sagen, das ist, wenn ein Spieleentwickler erkennt, dass seine Mods gut sind und sie einbringt direkt ins Spiel, ist das natürlich eine sehr gute Sache. Das ist eine Sache, von der sich Minecraft teilweise eine Scheibe hätte abschneiden können. Ah ja, das ist einfach, einfach schön. Eine Apex-Rajang, ja klar, natürlich. Ey, es gibt hier zwar eigentlich keine Apex-Monster, aber hauen wir einfach mal einen Apex-Rajang rein. Fucking Brache, ja komm schon, Capcom. Perioff alleine hätte schon gereicht. Waldstrax passt halt nicht ins Setting. Braucht ein sehr freies Gebiet im Himmel. Ja, das auf jeden Fall. Das ist genauso wie Gogma nicht reinpasst. Es sind einfach solche Monster, die ihre Spiele haben und mehr eben nicht. Ich kann mir sehr gut einen Großjagi auf dem Bild und den Iceborn vorstellen. sieht der Mod nur etwas ähnlich. Ich meine, es ist halt die Mod ins Spiel richtig umgesetzt. Die Mod hat ja alle Leute bloß in die Halle gepackt. Deswegen ist das ja so sehr schön. Nach dem Video darf ich kein weiteres sehen. Subspecies, schön und gut. Aber weitere will ich erleben, wenn sie mich anfallen. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, soll ich das jetzt überhaupt noch gucken? Weil je mehr man jetzt erfährt, desto weniger Hype ist da. Aber ich sag's mal auf der anderen Seite, bei mir, ich muss sie eigentlich angucken, weil ich hätte diesen Stream nicht überstanden, ohne einen Brachyspoiler zu bekommen. Ohne einen Subspecies-Spoiler zu bekommen. Ohne 10-mal gefragt zu werden, was ich von dem Trailer halte. Von dem her, ich bin mittlerweile in so einem Loop drin, wo ich mir die Sachen einfach angucken muss, damit ich da mit den Leuten im Stream reden kann. wie gesagt, ich mag's ja auch. Ich mag's darüber zu reden, ich mag's es anzusehen. Ich habe mir selber gedacht so, na, wird dann World oder Iceborne überhaupt noch interessant, wenn du jetzt alles schon siehst? Aber ich denke, der Spaß ist da generell natürlich auch dabei, die Monster zu bekämpfen. Also ist eben das los, was sich die berühmtesten Leute des öffentlichen Lebens ausgesucht haben. Ja, diese hochberühmten Leute wie ich, genau. Im H-Fans können schon penetrant sein, wenn es um News geht. Oh ja. Das ist teilweise schon sehr besonders, wie aggressiv Leute da sind. Aber ist ja auch schön. Ich meine, ist ja auch vollkommen legitim. Und ich habe das mir ja auch so ausgesucht, als ich MH gespielt habe. Und ich habe auch damals bei MH World die ganzen Trailer und die ganzen Gameplays gesehen. Wir haben ja, glaube ich, zu jedem Gebiet ein Gameplay gesehen, ne? Oder zumindest zu den höheren Gebieten. Also Rotten Whale und Korallenhochland auf jeden Fall. Wo Gameplays dabei war. Deswegen, das war auch nicht so schlimm. World hat immer noch viel Spaß gemacht, obwohl man die ganzen Trailer gesehen hat. Deswegen ist es, glaube ich, so schon in Ordnung. Und ich schätze trotzdem, dass noch viel kommen wird, was wir jetzt noch nicht sehen. Mal gucken. Zeigt das Leute, was in dem Spiel liegt? Oh ja. Deswegen, ich sag da auch überhaupt nichts dagegen. Das ist halt bloß so eine Sache, ja, die mir bewusst geworden ist, sag ich mal. Aber wie gesagt, ich will da auch niemandem seinen Spaß nehmen, beziehungsweise eben auch das Interesse nehmen. Viele schrecken aber keinen Eladrion. Ja, der wird auch nicht kommen. Gutes Bild. Ja, ich skippe hier ab und zu so ein bisschen durch. Finde ich auch ganz witzig. Da sieht man noch ab und zu noch mal so ein paar interessante Stellen. Ich glaube, jetzt sind wir soweit durch. Der Dugarrion ist halt so fies. Aber wieso heißt der Vulkan Odogaren? Das ist halt, ich könnte mir 10 verschiedene Namen für ihn überlegen, aber einen Drachen Odogaren Vulkan Odogaren zu nennen? Vielleicht ist bloß ein Übersetzungsfail. Keine Ahnung. Aber irgendwie macht das keinen großen Sinn. Auf Englisch a Bony Odogaren. Okay, das macht schon mehr Sinn. Ja, wie kommen die auf Vulkan? Ich glaube, das ist wirklich im Moment noch ein Übersetzungsfail. Ich bin mal sehr gespannt, sobald wir da mal was Offizielles bekommen, wie der wirklich heißen wird. Weil auf Englisch macht es schon deutlich mehr Sinn.
Das ist, ich meine, der andere, der Fulgur, der Fulgur hier, Anjanaf, der ist vollkommen okay. Bei der anderen nicht. Weil die Drachenenergie in ihm brodelt wie in einem Vulkan vielleicht. Das ist eine richtig coole Erklärung. Die kaufe ich sogar, oder? So. Alatrion bräuchte halt ein eigenes Gebiet. Ja. Also ich hasse Alatrion. Nee, Alatrion ist cool. Aber er passt halt hier überhaupt nicht rein. Deswegen. So. Weißt du ja, was Yboni heißt, oder? Ja, ja, genau, genau. Ist halt... Also es ist nicht unbedingt schwarz, aber es ist ja dunkel, nicht wahr? Soweit ich das weiß. Dunkel, düster, sowas in der Richtung. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht die direkte Übersetzung, aber das sollte es in der Richtung sein. Das mit Walstrax hat seine Gerüchte. Die einen sagen, ja, er kommt, die anderen sagen, nee, wiederum die anderen, dass es sein kann. Und die einen dazu... Zählen auch einer meiner Kollegen. Oh mein Gott, Walstrax, ich habe zwar noch nie gegen ihn gekämpft und kenne ihn nur vom Sehen, aber er ist mein Favorite und vom Fight und so, der muss fix kommen. Okay. Ja, gut, okay. Das ist halt, da gibt es halt immer solche Monster. Yboni und Ivory, kenne ich Ebenholz und Elfenbein. Ah, richtig. Yboni ist, beziehungsweise du kannst es mit Ebenholz vergleichen. Ja, ja, das ist richtig. Vielleicht ist es so, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ja, ja, es ist halt eine sehr dunkle Farbe. Schwarz bis dunkel, genau. Die Ligianer-Unterart heißt im Deutschen Schneesturm-Ligianer. Ja gut, okay, das ist, ich meine, da hat der Hase vielleicht ein bisschen Copyright drauf, aber ansonsten ist das okay. Und Hallöchen, Sau und Sauber, willkommen! Also ich wäre mit einem Großjahr GmbH Happy Home Designer sehr zufrieden. Oh, der Monster Hunter Happy Home Designer, ich finde das so großartig. Ripplagombi, ja. Der Lawsuit wird kommen. Nach Troll Ultimate ist alles sehr viel angenehmer geworden. Ja, und selbst da war er okay. Ich habe ihn jetzt nach Troll Ultimate noch nicht besiegt, deswegen. Doch, warte mal, war der in Gen auch schon? Haben wir den besiegt dort? Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Zumindest in Troll Ultimate haben wir ihn einmal geschafft. Ich bin komplett ausgerastet und dann war mein Akku leer. Das ist nie so eine gute Idee. Ich bin froh, dass ich mir die Deluxe-Set geholt habe. Ich mag die Steinfestung. Das ist echt cool. Das ist echt eine nice Sache, ja. Also ich werde sie mir schon holen, allein wegen dem Dings. Allein wegen der Silberrüstung. Aber dazu dieses Design zu haben, das ist auch echt schön. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Also er war in Gen drin. Okay. Dann schätze ich mal, haben wir ihn auch gemacht. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ist schon ein bisschen länger her. Okay, ja krass. Sehr, sehr krasses Update. Das ist immer noch... Nein! Da war das Bild doch anders. Nein, wo ist das Bild? Da. Das ist aber das Niedlichste, das mit deinem... das mit deinem Palico planschen kannst. Oh Gott, das ist... Es gibt aber so viele süße Sachen da wieder. Aber die Dings, die Gildenhalle ist einfach so toll. Auch mit dieser Wendeltreppe da innen drin. Das ist richtig schön. Ach man, muss man bloß all das Geld für die noch ganz neue Spiele nehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch immer wieder. Für den View-Mod, YMCA-Emotes. Ah, das müsste echt noch kommen. Das wäre richtig cool. ja, du hast Alatrion, meine ich, gemacht. Danach, meine ich, hatten wir Amazu gemacht als Finale von Gen. Ich glaube auch. Kann sein. Einfach mal sein Palico fallen lassen. Das würde ich nicht tun, außer du willst Kratzspuren im Gesicht haben. weiß jemand, wie man die Sternritter-Quest in 4 Ultimate freischaltet? Habe überall gesucht und nichts gefunden. Sternritter, war das nicht eine DLC-Quest? Genau, eine Event-Quest. Musst du einfach runterladen. Und dann ist es irgendwie eine der hinteren. Und Hallöchen, Sauer und Sommer, aber ich habe dich doch schon begrüßt, oder? Und nicht? Keine Ahnung. Update, der Palico-Controller der Collector's Edition aus Japan ist nun in Farbe.
Achso, Controller-Halter, okay. Aha. Okay, ja gut, Collector's Edition habe ich mir, aus Japan habe ich mir bisher noch gar nicht angeschaut. Werde ich mir aber auch nicht holen, aber interessant, okay. Schöne Sache. weiß nicht, ich finde die Giftwaffe am besten. Die Giftwaffen. So generell einfach. Giftwaffen schon, können schon sehr stark sein, definitiv. Das auf jeden Fall. Ja gut, krass. Wie gesagt, das war ein schöner Trailer, hat mir sehr gut gefallen. Man hat definitiv alles gesehen. Ich mag auch, wie das aufgebaut ist. Zuerst ist eben dieser neue Trailer, wo irgendwas Neues gezeigt wird. Und dann wird das Ganze nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich mag dieses System, wie diese Updates so laufen. Und man sieht halt immer ein bisschen was Neues. Ich bin mal gespannt, wie viel noch kommen werden, wenn es eine Nummer 1 gibt. Dann wird es bestimmt auch noch eine Nummer 2 und eventuell eine Nummer 3 geben. Deswegen mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt auf weitere News. Ich meine, was wir auf jeden Fall dann bekommen werden, ist natürlich... wo ist das denn jetzt? Das war am Ende vom Trailer. Das da. Was das hier zu bedeuten hat. Ich meine, jeder weiß es, wie beim Glavinus, aber trotzdem... Also ein Trailer muss auf jeden Fall noch kommen und mal sehen, was da noch revealed wird. Ich bin sehr gespannt. Was mich schon überzeugt hat, die Collector's Edition hat den OST auf CD. Ah, das ist immer cool. Das mag ich immer sehr gern. Wenn das so ist. Am Ende wurde gesagt, im August gibt's mehr Infos. Ah, okay. Ich hab nicht mehr zugehört. Teilweise, kann sein. Ich habe bloß noch gehört, dass sie mit dem typischen Ruf beenden. Vielleicht war ich da kurz im Chat. Das ist natürlich cool. Ja, war irgendwie zu erwarten, dass natürlich, ich sag mal so, zu Gamescom oder so nochmal Infos kommen werden. Und ja, dann ist ja eigentlich schon fast September, ne? Das ist halt das. Es ist ja nicht mehr lange bis zum Release. Brachi bombt alles weg. Ja, das glaube ich auch. ich mag Brachi nicht, er hat seine Macken. Ah, vielleicht hat er die ja ausgetauscht bekommen. Wer weiß. Also ich finde Brachi eigentlich generell sehr cool. Und wenn sie den gut in World machen, dann wird das sehr schön. Ich habe ja schon die OST vom Originalspiel. Muss ich mir wohl noch die von der Iceborne holen. Ja, geht wohl nichts dran vorbei, ne? So, gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns nochmal ein schönes Endbild. Was haben wir denn da Feines? Da. Perfekt. Ist es halt nicht so hochauflösend, aber egal. Und dann soll es das gewesen sein. Barrett wurde seltsamerweise nicht gezeigt. Stimmt, der wurde ja richtig angekündigt, aber nicht gezeigt. Komisch. Das ist wahr, stimmt, der wurde ja. Also das war ja schon eine komplette Ankündigung. Vielleicht... sparen sie sich den aufs nächste Update, dass dieser Artikel nochmal spezieller bleibt. Vielleicht wurde das Developer-Update auch gemacht, noch bevor diese Ankündigung rauskam. Das können zwei verschiedene Seiten sein, die das gemacht haben. Keine Ahnung. Also vielleicht bekommen wir im August dann den Barryoff zu sehen oder vielleicht gar nicht. Vielleicht behalten sie den, vielleicht sagen sie, okay, er kommt raus. Aber sie behalten so ein bisschen als Geheimnis, was sie mit ihm machen. Auch möglich. Wie gesagt, ich glaube, Capcom hat bei Iceborne immer noch einige Asse im Ärmel. Wahrscheinlich. Wenn sie ihn auch so versauen, wie die Luna versaut haben, bin ich weg vom Fenster. Wie haben sie die Luna versaut? Luna davor, leichter Klon von Theo. Luna jetzt, fieses Biest mit eigenem Moveset. Wie haben sie versaut? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, gab es nochmal eine andere Luna irgendwann, außer in Freedom Unite, die relevanter war? Weil ansonsten war Luna halt extrem unspannend bisher immer. Und ist jetzt wirklich mal ihr eigenes Monster. Ja, ich finde auch, dass Luna extrem cool ist in World. Zwar anstrengend zu bekämpfen, aber das macht halt so schon Sinn, dass sie das ist. Vor allem, dass sie ja nach Theo reingekommen ist, deswegen... Ich finde sie perfekt. Ja, eben, mochte die Toaster-Copy mehr. Ja, aber es ist das gleiche Monster dann. Es macht ja keinen Sinn, aber eine Kopie reinzubringen.
Dann hol dir eine. Hol dir Monster Hunter World PC und eine Teostra Mod, dann hast du auch eine Toaster Copy. Oh Gott, weißt du, ändert man das Monster, ist es nicht recht. Lassen wir das Monster gleich, ist es auch nicht recht. Das ist, man kann es den Leuten aber nicht recht machen. Oh Gott. gab es die Szene im Trailer mit der Odo in Inception? Was zur Hölle ist eine Odo Inception? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Alle Monster sehen dann aus wie Theo, ja genau. Es gibt noch die Luna aus MHR Dynamic Hunting, dem Handy-Spin-Off, den ich gespielt habe, aber der Teil zählt nicht, ja. Töffer von Ebony Odo und Basis Odo, ich glaube, den haben wir nicht gesehen. Oder er war zu schnell, weiß ich gar nicht. Hat er einen Töffer gemacht? Keine Ahnung. Hier nochmal, over. Ist auch sehr laut. Mal die Stelle, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas war. Da war der gute Glavinus. Ja, 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 ich will dich nicht sehen, Glavinus. Genau, der Glavinus hat sich mit dem Diablos geprügelt, aber ansonsten hätte ich da, glaube ich, nichts gesehen. Das ist bloß alles, was er so bisher auch schon gesehen hat. Nee, okay. Na gut. Der war sehr schnell weg am Ende. Okay. Ja, gut. Das ist, ich meine, das wird man ja auch so irgendwann einmal sehen, nicht wahr? War im Trailer, okay. Dann habe ich ihn bloß nicht realisiert, sag ich mal. Ich könnte hier nochmal gucken. Ich meine, der Trailer ist ja nicht lang. Das ist wahrscheinlich auch schon das Ende. Gucken wir nochmal kurz rein. Ach, hier, ja, okay. Ach, das war das. Dass du da wirklich, dass man da wirklich erkannt hat, was da passiert ist. Holy mein Herz, ja, sorry. Halt bei der dramatischsten Stelle angefangen. Das hier ist es, ne? Oh ja, okay, das ist schon sehr krass. Das habe ich gar nicht realisiert am Anfang, was da wirklich passiert. Wie er aber mitschwingt, ne? Oh krass, das ist schon sehr gemein. Ist dir klar geworden, Saftspieß ist eben den Weg für die Bloodbath, die ihr ablassen wollt? Nee, er ist, glaube ich, aber bloß zu Tode erschreckt, weil ich aber direkt die Musik angemacht habe. Und Bloodbath Diablos ist ja keine Untat, sondern eine Deviant. Du musst auf. Okay, dann danke, dass du dabei warst, Leon Zahn. Und bis später oder bis zum nächsten Mal. Okay, das war aber das, was du meinst. Das ist schon sehr cool. Der Jäger da hinten, was zur Hölle. Okay, krass. Ja. Wie gesagt, tut mir nochmal leid. Ich dachte irgendwie nicht, dass es gleich so dramatisch anfängt. Ja, schön. Sehr, sehr schöne Sache. Jetzt haben wir das auch nochmal gesehen. Na gut, dadurch scheint der Dings, also entweder sah das bloß vom Winkel so aus, oder der Ebony, oder Garen nenne ich ihn jetzt mal, bis wir eine wirkliche deutsche Übersetzung haben, glaube ich auch ein bisschen größer ist, ne? Oder zumindest auf jeden Fall sehr viel stärker. Hey, ich box dich jetzt mal zu Boden. Basis Odo, okay, ich geh mit. Ja, das waren bloß zwei Stuntmen, die da geübt haben. Das war eigentlich gar nicht. Die haben sich gar nicht verletzt. Okay, gut. Damit soll es aber mit dem Trailer gewesen sein. Wir haben jetzt fast eine Stunde darum gequatscht. Aber auf jeden Fall wieder schön. Es gab mega viele neue Sachen zu sehen. Und ich bin mal sehr gespannt auf die nächsten Infos, wie es ja dann schon hieß, im August. Mal gucken, was sie da noch so raushauen. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Brachi-Infos bekommen und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Und dann bis zum nächsten Mal zu weiteren Infos zu Monster Hunter World Iceborne. Ciao!